Lange von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, er liegt endlich da. Natürlich freuen wir uns über diesen ersten Entwurf des Bundesverkehrswegeplanes. Und große Zustimmung haben wir überwiegend erfahren. Und liebe Kollegin Leidig, Sie haben schon eine sehr selektive Wahrnehmung. Wenn Sie sich nur mit Bürgerinitiativen dagegen auseinandersetzen, wir sprechen genauso gern mit Bürgerinitiativen dafür, weil wir auch mal für etwas sein können und wollen. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Grünen, es ist wirklich müßig. Aber das Spiel läuft immer gleich. Das ist Ihre typische Doppelzüngigkeit zwischen Berlin und den Ländern. Das ist immer das Gleiche. Hier zu sagen, was soll das für ein Plan, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Dann darf ich mal zitieren, einmal aus einem Stadtstaat. Frau Kollegin Leidig, vielleicht hören Sie auch zu, nachdem Sie sich über diesen Stadtstaat geäußert haben. Da sagt der Verkehrssenator aus Bremen, Joachim Lohse, aus Bremer Sicht ist der neue Bundesverkehrswegeplan ein voller Erfolg. Und, ja, und aus Baden-Württemberg hören wir Winnie Herrmann, der Minister der Spatenstiche in den letzten Wochen und Monaten. Das hat ihm richtig gut gefallen. Bei jedem Spatenstich wollte er gleich den Spaten für den nächsten. Auch der sagt zum neuen Bundesverkehrswegeplan, es bleiben da nur wenige Wünsche offen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ein bisschen mehr innere Stringenz täte Ihnen schon wirklich gut. Wir haben einen durchfinanzierten Bundesverkehrswegeplan, weil wir eines geschafft haben in dieser Koalition, nämlich einen Investitionshochlauf, weil wir die Wende geschafft haben zu mehr finanziellen Mitteln für die Verkehrsinfrastruktur, für alle Verkehrsträger. Und das ist eine große Leistung der Großen Koalition. Wir haben priorisiert, ja, den vordringlichen Bedarf Engpassbeseitigung, aber wir haben auch eines klar festgelegt mit unserem Beschluss. Es gibt zunächst einen vordringlichen Bedarf und einen weiteren Bedarf. Wir bewegen uns also in zwei klaren Blöcken mit klaren Aussagen und wir haben auch eines gemacht. Wir haben Netzzusammenhänge diesmal wirklich berücksichtigt. Schauen Sie doch einfach rein, lesen, bildet. Wir haben die Umweltverträglichkeit mit der strategischen Umweltprüfung durchgeführt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen hier einen Bundesverkehrswegeplan vor. Deshalb kann ich manche Kritik nicht ganz nachvollziehen. Für uns gilt immer noch, dass wir die verkehrlichen Belange und die Umweltbelange gegeneinander abwägen und es auch überwiegende verkehrliche Belange an der einen oder anderen Stelle geben muss. Denn am Ende gilt immer noch Mensch vor Maus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was Sie wollen, wäre ein sofortiger Baustopp Ihres eigenen Gesetzes. Nein, das machen wir nicht, weil wir sind gesetzestreu, sowohl als Parlament wie unsere Bundesregierung. Also werden wir das, was beschlossen wurde, damals nicht mit unserer Mehrheit, aber an dem wir gemeinsam arbeiten seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Konstellationen und immer wieder ganz intensiv mit den Grünen in den Ländern, wenn es um die Umsetzung einiger Projekte geht, die Sie ja auch nicht stoppen. Also bleiben Sie bitte auch hier bei der Realität. 141,6 Milliarden für den Erhalt zeigt auch die neue
Qualität des Bundesverkehrswegeplanes, dem Grundsatz Erhalt vor Neubau, wurde, weiß Gott, Rechnung getragen. Und liebe Kollegin Wilms, weil Sie es von mir auch heute Nachmittag unbedingt noch einmal wissen wollen und hören wollen. Ja, zum Glück haben wir Ortsumfahrungen, denn es gibt viele gute und wichtige Ortsumfahrungen aus Netzzusammenhang, aus Gründen für die Entlastung der Menschen. Ortsumfahrungen sind nicht grundsätzlich negativ. Viele Ortsumfahrungen sind einfach verkehrlich gut. Wir haben also mit diesem Bundesverkehrswegeplan, mit diesem Entwurf etwas auf den Weg gebracht, der natürlich jetzt eines fordert, dass die Länder auch mitziehen. Denn der Bund allein kann es nicht. Nur eins gilt in Zukunft nicht mehr: der Fingerzeig auf den Bund, weil nicht gebaut werden kann, ganz egal aus welchem Land, mit welcher Regierung. Wir haben einen Verkehrswegeplan in Arbeit, der bald fertig ist. Wir haben einen Finanzierungshochlauf. Liebe Länder, jetzt seid ihr dran, zu planen und Baurecht zu schaffen und nicht auf den Bund zu zeigen. Und in diesem Sinne packen wir es an. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Kollegen. Damit